Weil sie unter dem Verdacht stehen, zur Szene der sogenannten Reichsbürger zu gehören, wurde zwei bayerischen Polizisten der Beamtenstatus entzogen. Das gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bekannt. Wer vom Gedankengut der Reichsbürger überzeugt ist, der gehört nicht zur bayerischen Polizei und hat dort nichts zu suchen, so der CSU-Politiker. Die beiden jetzt entlassenen Polizisten sind indes keine Ausnahme im Freistaat. Insgesamt 18 Mal leiteten die bayerischen Behörden bislang Disziplinarverfahren gegen Polizisten ein, die der Reichsbürgerbewegung nahestehen sollen. Die sogenannten Reichsbürger sprechen dem Grundgesetz und den Behörden die Legitimität ab. Sie weigern sich beispielsweise, amtlichen Bescheidenfolge zu leisten, Abgaben oder Bußgelder zu zahlen. Die Bewegung wird bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.